Es können auch noch Leute aus anderen Bezirken reden, aber vielleicht ist es noch zu früh. Ja, ich habe auch gar keine große Rede vorbereitet, aber wir hatten am Mittwoch eine sehr einprägsame Sitzung unseres Bezirksparlaments und deswegen dachte ich, dass ich dazu vielleicht noch ein paar Worte verliere. Ihr habt es ja wahrscheinlich der Presse entnehmen können, was da passiert ist. Und das wird nun unterschiedlich bewertet von vielen Seiten, von unterschiedlichen Seiten. Wird jetzt gesagt, naja, die Grünen sind irgendwie völlig unfähig oder haben alles falsch gemacht. Aber was eigentlich meine Erkenntnis dieses Mittwochs war, dass wir und ich glaube, also das ist jetzt nicht nur unser Verdienst als Grüne, aber doch sehr stark, dass wir es in unserem kleinen Bezirksparlament geschafft haben, diese Diskussion zu ermöglichen. Und ich glaube, überall anders, in jedem anderen Bezirk oder auch in anderen Parlamenten wäre das nicht möglich gewesen, sondern da wäre entweder die Polizei gekommen und hätte das ganze Gebäude geräumt oder sie hätte es vorher abgesperrt, sodass keiner reingekommen wäre, oder die Bezirksverordneten oder ParlamentarierInnen wären wieder nach Hause gegangen. Aber bei uns haben wir es geschafft, obwohl es schwierig war, diese Diskussion zu ermöglichen. Und da möchte ich, weil sie heute auch hier ist, auch nochmal unserer Bezirksvorsteherin Christine ganz herzlich danken, weil sie hat das wirklich super gemacht bei einer Diskussion, die über 4 Stunden ging. Mit Übersetzung, also jeder Redebeitrag wurde ins Englische übersetzt, das hinzubekommen. Ich finde, das war aber auch ein Zeichen, und das ist nicht nur in unserem Bezirk so, sondern bei dem Austausch, den wir mit den anderen Bezirken haben, merken wir, dass in jedem Bezirk in dieser Stadt die Bezirke die Anlaufstelle sind, wenn es darum geht, was passiert in Flüchtlingsunterkünften, was passiert hier und da bei unterschiedlichen Protesten, dass wir uns darum kümmern müssen. Und wir beschließen die Forderung, wir stehen hinter den Forderungen, die die Flüchtlinge haben. Wir ignorieren die Menschen nicht, sondern wir nehmen uns dessen an und diskutieren mit ihnen und senden diese Forderungen weiter Richtung Senat, Richtung Bundestag, Richtung Europa, weil wir nun in den Bezirken weder die Residenzpflicht noch Arbeitsverbote noch Sonstiges ändern können. Und was mein Fazit des letzten Jahres vor allem ist, dass eben vom Senat leider sehr wenig zu hören ist. Auch wenn Chaya sich jetzt darum gekümmert hat, er hätte doch noch eine ganze Menge mehr machen können. Und auch der restliche Senat, das ist ja nicht nur Chaya, der für Flüchtlingspolitik zuständig ist. Zum einen die Unterkünfte, wie sieht es in Unterkünften in Berlin aus? Gerade die Spandauer und Spandauerinnen können da immer viel von erzählen. Kommst du bitte zum Ende, Paula? Ja, und auch der ganze Bereich der Aufnahme aus humanitären Gründen, wo unsere Abgeordnetenhausfraktion ja auch einiges gefordert hat in den letzten Wochen. Also hier hatte der Senat meines Erachtens im letzten Jahr genug Zeit zu handeln und es gibt da keine Ausreden. Nicht nur Bezirke, Innis und Kirchen können was für Flüchtlinge tun, sondern der Senat kann das auch tun.